Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nordfriesischen Marsch. Wir arbeiten weiter an Grasaussaat, Pflügen und Düngen und Kalken. Wir arbeiten jetzt gleich nach. Die Stellen, wo er nicht geschafft hat, was ich gerade auch sehe. Von der Ecke einfach rüber. Ja, noch die Ecke fehlt. Zieh mal so rüber komplett, aber die Stellen gleich fertig. So, V. Ziehen wir uns rüber zur nächsten Ecke. Kann der Gras wachsen. Aber ich kalke trotzdem. Regenfühl auch. Schlampige Arbeit. Dürfte alles sein normalerweise. Die Stelle, wo es am Anfang gesagt hat, was hin? Die sehe ich jetzt nicht. Vielleicht hier. Kalk werden. Auch da ging es in Flügen. Okay. Nochmal schauen. Mal gucken wegen Gras. Die Ecke noch. Dann passt es. Gehen wir gleich auf Feld 27, oder wollen wir es kalken? Den wollen wir auffüllen. Fahren wir zum Hof, füllen wir auf und dann auf Feld 27 lassen wir aber zuerst kalken werden. Düngersteuer arbeitet noch. Der wird
Player 15 gehen. Kalten und trotzdem. So, alles zum Kalten. Verstehen lassen. Kurs, rechnen wir ihn aus, können wir nebenbei Dünger umbauen. Kursplayer arbeitet genauer wie ich. So. Auffüllen. Dünger rein. Was sehen wir da aus? Nee. Rocken ist gut, ja. Rocken ist gut. Trikale sollen gute Preise sein. Dünger fertig? Nee. Ach. So. Auf zum nächsten Acker. Kaffee getrunken. Seht die Uhrzeit? Wahnsinn. So, dann mal warten, bis er fertig ist hier. Mit Flügen. Zumindest. Zum Eingestellter zurückfahren soll. Dann ist gut. Es war neu. Alles okay. Oh, noch viel Dünger drauf.
Feld 15. Gas geben, hey. Temperatur 37 Cent Lüfter, achso, ja. Na, nicht düngen. Düngen ist hier Quatsch. Deckel aufmachen, Junge. Deckel auf. Nee, nicht drücken. Voll machen. Mal gucken. Temperatur 67. Bis 10. 40. Aha. Kosten. Den Dünger werden wir uns bald selbst herstellen. Wir haben eine ganz gute Möglichkeiten. Wir haben ein bisschen Gülle, wir haben ein bisschen Mist und wir haben vor allem Gärflüssigkeit. Die Gärflüssigkeit macht sehr viel aus. So, ich glaube, wir haben jetzt hier, egal, ich mache hier ran. Und dann haben wir schon mal Dünger. Obwohl es ziemlich viel Dünger ist. Wenn ich mit 1000 Liter direkt wegfahre, wieder anders, haben wir wieder eine ganz andere Möglichkeit. Denn wir können ja auch theoretisch, bevor wir mal einsehen, einmal Gülle ausfahren. Lass ihn vorne anfangen. Oder für Timing. Das ist reif geworden. Das heißt, neue Arbeit, Junge, neue Arbeit. Dann haben wir gerade so recht Zeit auch fertig gekriegt. So, jetzt gehen wir bei. Er ist fast leer. Gibt er ja den umgebauten Miststreuer, der eher kalt lahmen könnte oder kann. Gas, aber nicht mehr lange. Wenn das mal da aus, dann ist es weg. Gut, vorbereiten. Die Ernte. Wo ist denn die? Ah, da. Ja, jetzt haben wir was drin, aber das kippen wir halt im Hänger rein, ne? Haben wir ein, aber zwei. Was für. Was haben wir das gedacht? Was haben wir denn, glaube ich.
fährt sich so schlecht in der Kurve. Oh. Hindernisse wie Bäume macht sich ganz schlecht. Oh Mann, wir haben wieder Stroh. Ah, das soll kein Problem sein. Junge, mach Platz. Ich stecke auch gleich im Verkehr fest. Abfahren schon's gut. Mal löschen. Neu. Erntefeld 2. Ah, Eckfeld. Vorweg. Winkel. Nimmt er. Wird ziemlich schnell vor sein. Jünger arbeitet noch. Und merken, wo er steht, kann man alle gut merken. Holen wir uns schnell eine neue Fuhre. Kalk. Junge, Kalk. Jetzt kommt mit Stress auf. Ja, ich kann nicht mehr viel zu fahren. Ist ja fast fertig. Gleich den LKW leer machen und abfahren. Der ist leer. Passt. Leer ist, können wir gleich anfangen zum Abfahren. Muss ich gewusst haben, dass das ist. Strom werden wir verkauft oder gleich am besten gleich verkaufen, besser. Der Hecke verdorrt, da oben die Hecke. Aber das Unkraut verdorrt nicht, ne? Bin ja gespannt, wie das macht. Ja gut, der muss ja nicht
Kalke. Kalk ist voll. 2160 Kosten. Aber wir nochmal in den Burschen entladen. Oh ja, entladen wir in der nächsten Folge. Ihr seid mal Schüsse auf den Winkel. Die Kamera hat euch gefallen. Würde mich freuen, mein Like. Sag mal danke. Ansonsten, heute zu Gesicht zur.